Hey Leute, willkommen zurück zu Thief. Ja, wir sollen uns mit Besso treffen, unserem Auftraggeber. Und ihm wahrscheinlich von dem geplatzten Coup berichten, bei dem wir Erin verloren haben. Ich weiß, ihr mochtet sie nicht, das habe ich auch mehrfach in den Kommentaren gelesen. Aber ich hätte mich gern davon überzeugt, dass sie vielleicht doch nicht so schlecht ist, wie es den Anschein hatte. So, ich will mir auf jeden Fall erstmal das Glitzerding hier holen. Und dann schauen wir mal, wo die Mission hier weitergeht. Ach, sieh mal, da oben ist das. Da bin ich ja ganz falsch. Im verkrüppelten Bezirk. Oh, ich muss vorsichtig sein, Leute. Hier ist alles voll. Vor allem mit Zivilisten. Ich glaube nicht, dass die so erfreut sind, wenn sie mich sehen. Den berüchtigten Meisterdieb. Oh. Irgendetwas stimmt nicht. Ist doch alles okay, was meinst du? Ah, ich sehe da was glitzern an seiner Gürtelschlaufe. Sehr verführerisch glitzern. Okay, schauen wir uns hier noch etwas um. Aber da scheint auch nichts mehr zu sein. In unseren Zellen. Großartige Idee, Spatzenhirn. Aha. Oh. Was war das? Erschreckt mich doch nicht so mit euren Geräuschen hier. Ich muss schlafen. Die Adligen wollen uns mit der Mauer von Greystone draußen halten. Die lachen wir vermutlich haben die Frau über verhaftet, uns. Die Tryanen auf Plakate von Nordwesten. Angeblich geht ihnen beides aus. Tyrannen? Was ist ein Tyrann? Die Malerin hat eine Woche im Schandstock gekriegt. Frag sie selbst. Der Schandstock, so, so. Interessante Gespräche, was sie da führen. Was gibt's denn hier noch? Ja, ich weiß, ich müsste mich eigentlich um die Mission kümmern, aber ganz ehrlich, pfeif drauf. Ich will mich hier etwas umsehen. Ich habe ja schon mal gesagt, ich bin sehr genau bei solchen Spielen. Ich weiß, wie man Trockenfleisch leicht darunter schluckt. Augen zu und an echtes Fleisch denken. Du meinst Augen zu, den Atem anhalten und nicht kauen. Trockenfleisch ist eigentlich gar nicht so schlecht. Das sind gute Proteine. Ich meine... Oh. Das Salz darin ist wohl nicht so gut wegen dem Sodium, aber... Ansonsten... Noch was geblinkt oder habe ich mich verguckt? Oh, ich sehe es hier überall blinken, Leute. Ich bin ganz gierig. Ich will alles aufsammeln. Alles meins, meins, meins. Ich glaube, ich mache mich besser als Dieb als als Mörder. Genau aus dem Grund will ich ja keinen töten, weil ich finde das alles zu einfach. Wer mordet, macht sich's wirklich einfach. Oh oh. Nicht ganz hochklettern, Garrett. Ich habe eben die beiden. Okay. Oh, du Armer. Denkst du, willst du eine Pause? Die Zukunft des Barons kommt noch? Ich glaube, es kommt gar keine Zukunft. Na, kann ich da nicht rauf? Okay. Na gut, Leute, ich will es ja nicht überstrapazieren. Eure Geduld und das Spiel. Ja, vielleicht passt das einigen nicht, dass ich mich hier so genau umschaue. Oh, da leuchtet doch was. Caitlin-Hof. Schraubenschlüssel benötigt. Ah, alles klar. Oh oh, da sind die beiden wieder. Wenn die mal so laufen würden, dass ich mir den anderen vornehmen kann. Der ohne Fackel, dass ich den beklauen könnte. Soll ich dir was sagen? Ich bin auch immer müde und ich lamentiere nicht die ganze Zeit rum. Was gibt's fürs dritte Vergehen? Da trinke ich einen Kaffee. Ich dachte, dafür wird man eingesperrt. Die Tierkeulung hat funktioniert. In der Tat, schwermütig in unseren Zellen. Großartige Idee, Spaß. Ich kann nicht lesen, aber ich rieche den Dayport-Mist. Oh, na? Ich bin immer noch ganz falsch. Ich muss wahrscheinlich über diesen Platz und dann dort... einen Zugang finden. Na, der sieht mich doch.
Heute Abend suche ich mir eine Hafenhure, die mich in den Schlaf singt. Oh, das ist ja schön. Naja. Des kleinen Mannes Sonnenschein, nicht wahr? Gut, dann würde ich... Oh. Dann würde ich aber sagen, ich bewege mich jetzt echt mal langsam in die Richtung, so. Wenn mich nicht alles täuscht, muss ich hier weiter, oder? Die Schwermut hat die Stadt am Hals gepackt. Da laufen sie, ihre Patrouillen. Hier auf dem Platz waren auch zwei. Ja, da sind sie. Darf man nicht essen? Warum nicht? Das bringt Unglück. Über dem Feuer geröstet schmeckt Unglück gar nicht so übel. Ist wie Hühnchen, muss nur die Augen zumachen, genau. Oh, oh. Die Kapelle. Mhm. Oh. Das sehen wir jetzt nicht. Nein, das ist ein Albtraum gerade. Ich bin etwas übermüdet und deswegen... Och nein, oder? Das ist jetzt ein bisschen lächerlich, ehrlich gesagt. Leute, das könnt ihr doch nicht machen. Aber ich muss wohl dorthin. Was macht der denn da? Tanzt der oder wie? Jetzt läuft er wohl wieder normal. Nein, tut er nicht. Okay, wo ist der andere gerade? Ich sehe ihn nicht, das könnte gefährlich werden. Da ist er wieder. Ich will's nicht riskieren. Na, mein Freund, du verrätst mich hoffentlich nicht. Der dreht da jetzt echt seine Kreise. Guckt's euch an. Da brauche ich auch wieder einen Schraubenschlüssel. Ach, ich finde das doof. Das ist ein Stimmungskiller und auf sowas stehe ich gar nicht. Ah, sieh mal. Ach, das ist wieder nur ein Gebietsübergang. Na dann. Taverne, der verkrüppelte Burrick. Ja, da gehen wir mal rein. Ich freue mich ja schon auf den Besuch. Ich hätte das Einwegglas genommen, Besser, das wiegt viel mehr. Garrett! Mist! Benutzt immer noch keine Tür. Du besuchst mich nicht, du schreibst nicht. Ich dachte, du und Aaron wärt bei dem Angriff aufs Anwesen draufgegangen. Wo zur Hölle bist du gewesen? Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Schön, vergiss es. Interessiert mich gar nicht, wo du das ganze letzte Jahr warst. Keine Zeit für sowas. Vor allem bei der neuen Opiumabgabe des Barons wegen dieser Schwermut. Und die Schwarzsteuer des Diebesfängergenerals blutet uns Unternehmer aus. Wenn du einen Auftrag hast, dann lass hören. Bist du denn dazu bereit? Na gut, also folgendes. Du musst einen Ring für mich beschaffen. Heiratest du? Nie wieder. Du Mistvogel! Ich schwöre, eines Tages mache ich einen Hut aus dir! Und opferst das Gehirn der Bande? Mir gehen die Finger aus. Der Auftrag. Ja, so. Ja. Klar. Er gehört einem gewissen Cornelius Greaves, so ein gelackter Typ, der kein Stück Dreck an den Stiefeln hat. Das war's schon. Wo ist der Haken? Er ist tot. Ich bin ein Dieb, Besser, kein Grabräuber. Das war erst vor kurzem. Er hat den Ring wohl nie abgenommen.
Wo bleibt die Herausforderung? Herausforderung? Wir sind da, bevor ihn die Fuhrleute durchsuchen. Angeblich werden die Leichen zu der alten Gießerei bei Cinderfall gebracht. Dort wimmelt es von Wachen des Barons. Der beste Weg dorthin ist durch die alte Kapelle. Und vermassel die Sache nicht, Garrett. Manche müssen Schulden begleichen. Wer nicht erwischt wird, zahlt nichts. Ja. Jetzt raus hier. Und nimm die Tür. Bitte. Trotzdem. Schön, dich zu sehen. Ja. Besso-Aufträge. Besso hat häufig Nebenaufträge für dich. Schau regelmäßig bei ihm vorbei, um zu sehen, was es zu tun gibt. Na okay. Das werde ich doch machen. Hört ihr, Freunde? Das sind Krähen. Eine ganze Schar. Und sie wollen unsere Seelen. Sie singen das Lied von Baron Northcrest, dem Taffer, der uns in diesen Eisenkäfig gesperrt hat. Im Namen des Fortschritts, Eisenstiefel will uns begraben. Aber die Krähen wissen, dass ein Sturm aufzieht. Und wenn der losbricht, ha, dann zeigt sich, wer noch steht. Northcrest will Geduld von uns, aber wir haben lange genug gewartet. Die Stadt ist krank. Sieh mal. Ich habe etwas für all eure ruchlosen Bedürfnisse. Jetzt kann ich doch einkaufen gehen, das ist ja nett. Ressourcen verkaufen, Werkzeuge und Upgrades kaufen. Ich glaube, ein Schraubenschlüssel wäre gar nicht mal so schlecht. Werkzeug zum Öffnen von Gittern und Entfernen von angeschraubten Platten. Ja, bitte. Sehr gut. Damit lässt sich doch bestimmt was anfangen und schon habe ich kein Geld mehr. Schlösserknacken-Qualität. Erhöht die Empfindlichkeit beim Schlösserknacken leicht. Auch das ist, glaube ich, sehr wichtig. Vor allem, wenn ich mal unter Zeitdruck arbeiten muss. Was haben wir hier? Hilfsobjekt. Glücksmünze. Diese alte Münze gehört angeblich einem Kapitän aus einem fernen Land, der von Wassergeistern entführt wurde, um ihre Königin zu heiraten. Die Wassergeister jedoch waren von der funkelnden Münze so fasziniert, dass er die hinterhältigen Dämonen damit hypnotisieren und letztendlich entkommen konnte. Ideal für untätige Grübler und fingerfertige Trickbetrüger. Grinsesalz. Seit der Abriegelung und den Handelsbeschränkungen brauchen die Lebensmittel der Stadt in der Stadt jede Hilfe, die sie kriegen können. Räucherfleisch ist das einzige Lebensmittel, das man unbeschadet essen kann. Und Grinsesalz sorgt dabei für ein ganz neues Geschmackserlebnis. Der Name rührt von dem Gesichtsausdruck beim erstmaligen Konsum her. Es ist aber weniger ein Grinsen. Okay. Moosköcher, das ist gut. Eine Innenfütterung aus Moos für den Köcher. Es heißt, dass jeder der transportierte Pfeil beim Aufprall kein Geräusch verursacht. Das ist zwar kaum zu glauben, aber dieses Moos hat in den Sümpfen, in denen es wächst, tatsächlich einen legendären Ruf. Die Sumpfbewohner stellen ihre Stiefel daraus her und bewegen sich darauf angeblich völlig geräuschlos. Was haben wir noch? Ein Aschensalbeiöl. Dieses kleine Glasfläschchen mit einem seltsamen dunklen Öl gefüllt, das entfernt nach Mandeln riecht. Laut Verkäufer wird es vorsichtig aus der Aschensalbeipflanze gewonnen und in diese Form destilliert. Aschensalbei wächst angeblich nur in Trovia und besitzt feuerabweisende Eigenschaften. Euer Geld wird nicht zurückerstattet. Schaden und Feuer wird aus Feuer und Fallen wird reduziert. Aha. Und ein Seitenwindmedaillon. In dieses verwitterte Medaillon sind Blätter, die durch die ein starker Wind bläst, eingeritzt oder eingeschnitzt. Es wurde im Grab von Silent Joff gefunden, einem längst verstorbenen Bogenschützen, der nie sprach und nie sein Ziel verfehlte. Wer dieses Medaillon auf der Haut trägt, wird von Pfeilen offenbar nicht so leicht getroffen. Hoffentlich war Joffs Todesursache eine andere. Ich nehme aber die Glücksmünze, oder? Na, ich weiß gar nicht. Immer wieder gerne. Ich möchte mir auf jeden Fall noch was kaufen. Vergessen? Ja, ich glaube... Was haben wir noch alles? Gut, ich denke, Werkzeuge werde ich mir keine holen können. Erhöht Pfeilschaden, das werde ich mir gar nicht holen. Das glaube ich auch nicht. Schlagstockschaden. Gut, das ist alles aggressiv, das will ich nicht nutzen. Wobei das mit dem Bogen gar nicht so schlecht wäre, wenn ich zum Beispiel jetzt Wasserpfeile nutze. Und hier kann ich mir die auch einzeln nachkaufen. Nein, das brauche ich, glaube ich, erstmal nicht. Ich werde da sparsam mit umgehen. Was haben wir noch? Eine Leuchtbombe. Das Schwarzpulver in die Säure und die Säure im Projektil reagieren beim Aufprall nach dem Werfen miteinander und erzeugen einen hellen Lichtblitz, der Menschen in der Nähe desorientiert. Aha, und ein stumpfer Pfeil.
Der billige und einfache stumpfe Pfeil zerbricht beim Aufprall und soll auf Distanz mit der Umgebung interagieren, ohne dass teurere Munition eingesetzt werden muss. Davon werde ich mir mal ein paar kaufen. Ein Seilpfeil, davon kaufe ich mir... Oh Gott, die sind sehr teuer, Leute. Ein Erstickungspfeil, die brauche ich wohl nicht. Wasserpfeile werde ich mir mal ein paar kaufen. Und das war es dann eigentlich auch. Das war's. Passt auf euch auf da draußen. Ja, vielen Dank, das werde ich tun. Hört zu, die Schwarzkittel wollten Mortimer vertreiben. Also das würde ich nicht versuchen. Hat sich natürlich aufgeregt, also haben sie ihn verprügelt. Geschieht ihm ganz recht. Und dann in einen Karren gelegt. Er war nicht mal tot. Ich glaube, hier bin ich unter Freunden, von daher... Ja, noch die sind eine auch Nacht, schon sehr zwielichtig ein aus. Einer hat am Glockenturm Selbstgespräche geführt. So hat's bei den Nachbarn über uns auch angefangen. Wie ist es ausgegangen? Ich kam ins Borik und ging nicht zurück. Ja, ich glaube, hier habe ich nichts zu befürchten. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zum nächsten Missionsziel. Und das wäre in dem Falle die Kapelle von Morningside. Aber wie komme ich da hin? Welcher Ausgang führt mich dorthin? Es muss in dieser Stadt doch ein Buch geben. Dieser hier? Ja, tatsächlich. Karte ansehen. Was ist das hier? Das ist wahrscheinlich Barrow und hier kann ich einkaufen. Das ist sehr gut übrigens. Finde ich sehr, sehr schön, dass das hier alles so erläutert wird. Mhm. Gut, das hätten wir da. Auch die habe ich schon alle überprüft. Na gut, ich würde sagen, wir gehen zur Kapelle. Ja, bitte. Ach Leute, was freue ich mich schon. Eine ganze Stadt zum freien Erkunden. Ich meine, so geradlinig ist es dann doch wieder nicht. Und Nebenaufträge kann ich wohl auch erfüllen, wie ich gerade lustig bin. Der Rauch hält die Schwermut fern. Ja? Dann müssen wir nach all den Jahren in der Fabrik ja bestens gewappnet sein. Ich habe schon so einiges raufgehustet. Tully hatte sogar eine Sammlung. Nein, so war es nicht. Ein Arzt hat ihm Geld dafür gegeben. Für eine Studie hat er gesagt. Tully loslegte, konnte er mehr verdienen, als wir gekriegt haben. Jetzt ist er hinüber. Wie alles andere. Na, mich sieht wohl nicht automatisch jeder als Feind an, vor allem nicht diese armen Leute. Das ist gut zu wissen. Dann kann ich mich hier ja halbwegs gefahrenfrei bewegen. Das sieht so toll aus. Oh. Kannst du mich mal vorwarnen? Licht ist mein Feind. Der Friedhof. Das ist der letzte. Morgen kommen wieder neue. Langsam glaube ich, das sind die Glücklichen. Glücklich, ja? Manche beißen sich die Zunge ab, damit es vorbei ist. Sie drücken sich Augen oder Ohren ein. Das Glück will mit dieser Stadt nichts zu tun haben. Oh Mann. Keine schöne Zeit. Der hat gar kein Geld dabei, ich dachte. Auch die sind mir aber nicht feindlich. Also die reagieren erst gar nicht darauf. Oh Gott. Ich glaube, das ist kein schöner Job, hier die ganzen Leichen aufzuladen und dann irgendwo zu verbuddeln. Die Königin der Bettler, so, so. Gut, dass ich meinen Schraubenschlüssel dabei habe. Guck mal, das ist richtig clever konstruiert, das ganze Teil. Ah, Kapelle unserer Dame der Eisernen Litanei. Das folgende wurde grob verunstaltet. Hoffnung von innen. Ach, das sind nur Sammelstücke. Na gut, immerhin. Ich meine, auch das ist doch lohnenswert, wenn man sich darum kümmert. Die ganzen Sachen abzuschrauben. Ich meine, es ist nicht nett, da es sich immer nur um ein Denkmal handelt. Aber Garrett wird schon wissen, was er damit anfängt. Na gut. Was uns wohl hier noch erwarten wird. Leute, das ist doch ein perfekter Augenblick, um die Folge mal wieder zu beenden. Ja, aber ab nächster Woche gibt es wahrscheinlich dann zwei Parts täglich. Wenn ich Bully beendet habe... Das habe ich nun so beschlossen und verkündet hiermit. Also freut euch darauf. Ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst, so als kleine Unterstützung. Das hilft mir sehr weiter, ebenso wie ein netter Kommentar. Auch darüber freue ich mich sehr. Und wir sehen uns dann wieder nächstes Mal bei Thief.